Wie komme ich denn da ran? Auch wenn ich sie garantiert treffen könnte. Ich würde sie damit niemals runterbekommen. Kaputt. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Mist, ich hatte noch auf der Maus den Luftballon liegen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht den Luftballon kaputt machen. Kann ich den jetzt dann auch noch machen? Wenn ich sie garantiert treffen könnte. Ich würde sie damit niemals runterbekommen. Handschellen, die sind überladen. Okay. Oh Mist, jetzt müssen wir gleich nochmal uns so einen Luftballon aufblasen da mit Lachgas. Können wir das aufbauen, dass wir an diesen... Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ja, das wird doch wieder nix. Verdammt. Ja. Mit dem richtigen... So wird das Messer... Was, wenn ich plötzlich... So wird das Messer nur stumpf. Ja, Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ja, den Dartfall, das wird jetzt auch nichts bringen. Gott sei Dank bin ich ein Verdammt. Wir kommen da nicht ran. Schade. Jetzt müssen wir natürlich aber nochmal runter... Nee, war das jetzt runter oder hoch? Nee, stopp. Das war ja hoch. Wir wollten ja nochmal zum Arzt zurück. Und holen uns nochmal einen kleinen Luftballon mit Lachgas. Weil ich Dösbuddel ja den kaputt gemacht habe. So. Wir haben jetzt einen neuen. Super. Dann gehen wir jetzt nochmal auf die Feuerwehrebene zurück. Und können vielleicht an der Rutschstange... An der Feuerwehrstange runterrutschen und mal gucken, was uns da so begegnet. Juhu! Ach, da sind wir jetzt rausgekommen. Ja, super. Das hat uns jetzt... Können wir die Trucktür aufbauen? Jetzt erzählt er gleich wieder, er ist ein super Schlösserknacker, aber mit dem... Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Also wirklich. Das ist ja wirklich ein Unding. Als hätte ich's gedacht. Gut, Lörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Okay. Mit dem Seziermesser werden wir es auch nicht aufkriegen, da wird er uns auch gleich wieder einer zählen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Krabbel da wieder mal hoch. Gut, das hat uns leider jetzt auch nichts gebracht. Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Also ich... Mir ist jetzt nicht bewusst, was ich jetzt machen könnte. Ich gehe jetzt einfach mal zurück in die Gasse. Wo ja der Hanek hier immer noch sitzt. Zurück zum Dorfkern. Arbeite mich jetzt einfach nur ein bisschen weiter runter. Ich hätte es jetzt auch einfach machen können und einfach durch die Gasse latschen können. Aber naja. Was haben wir hier Schönes? Zu Tonis Hütte. Notrufsäule. Zu Tonis Laden. Wir laufen mal zum Wassertank zuerst. Das ist noch hier oben auf der Ebene. Schauen wir mal, was es da Hübsches gibt. Da sind sie, die ganzen Männer. Und wollen die Goal abschleppen und für irgendwelche Arbeiten in ihren Minen oder Kellern benutzen. Die Armen. Ih! Okay, die ganze Plörre ist jetzt hier rein. In das Dorfzentrum geflossen. Das jetzt irgendwie weitergebracht? Nee, in Tonis Hütte will ich nicht. Ich gehe mal zu Tonis Arbeit. Vielleicht kann ich da ein bisschen nerven.
Oder vielleicht kann sie mir ja irgendwas von dem deliziösen Wasser geben oder... Was war das andere? Ach ja, der Kaffee. Ja, nun geh doch da mal hin, Rufus. Da jetzt schon dreimal drauf geklickt. Ja, ich bin gespannt. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ihr seht euch sowieso irgendwann wieder, Rufus. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Ich bin mir allerdings noch nicht so ganz sicher, ob Goal da wirklich so glücklich drüber ist, dass wir sie da über diese Müllschacht runtergeschmissen haben. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Aber er hat tatsächlich auch immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen. Was mich bei Toni so stört, die hat immer ihre Fluppe da an. Ne? Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ja, wenn es um Schuhe geht, da hört es auf bei Frauen. Da wird auch kein Witz drüber gemacht. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Von welchem Geld vor allen Dingen? Ja, er will das Geld immer zurückgeben. Er hat noch bei Lonzo oder wie der Kneipentyp da hieß, der Barmann, eine Rechnung offen. Bei Toni hat er wahrscheinlich auch noch Rechnungen offen, die er nicht bezahlt hat. Allein von den ganzen Sachen, die er weggefuttert hat. Ich frage mich nur, wo er dann Geld verdienen will, um das alles mal wieder zurückzubezahlen. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Sag niemals nie. Was sind das für Coupons? Coupons? Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Er versteht das nicht. Die Hausapotheke ist verschlossen. Toni, ich wollte mir ein paar von deinen Beruhigungsmitteln reinwerfen. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ich muss weg. Okay. Das sage ich schon seit Jahren.
Aber du bist immer noch da. Sie hat hier tatsächlich. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Da können wir dann die Bohnen oder wie auch immer, aber wir haben jetzt auch nichts. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Rufus, das ist nicht nett. Sie arbeitet wenigstens irgendwie. Auch wenn ich nicht glaube, kann ich den Haken nehmen? Vielleicht Finger ich nicht. Weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ja, ist ja gut, Toni. Ich gehe ja schon. Ich will diese Coupons haben. Aber wenn sie da ist, werde ich eine Stange. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Oh mein Gott, gut. Der arme Wellensittich hat nicht überlebt. So, da habe ich mir ja wirklich echt einen abgefruckelt mit diesen Berufen da. Ich bin da noch nicht so ganz auf das Rätsel Lösung gekommen, aber das kriegen wir alles hin. Wir haben auch unsere liebe Toni wieder getroffen. Sie freut sich immer noch wahnsinnig, uns zu sehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bye, bye.